Ja, hallo, willkommen zum Spezialteil von Ratchet & Clank 2 in diesem Fall. Ich hatte schon vor langer Zeit versprochen, ich wollte die Museen zeigen. Das werde ich auch tun. Wir befinden uns jetzt hier an Ratchet & Clank 2. Nein, es ist nicht unser Spielstand, es ist nicht. Es ist ein anderer Spielstand. Wow, ich habe jetzt hier gestartet. Also erstmal, wie bin ich hierher gekommen? Das ist eigentlich nicht schwer. Also ich meine, okay, es kann schwer sein, wenn man den originalen Weg nehmen will. Aber ihr erinnert euch vielleicht doch an den Teleporter. Boah. Auf Boldan. Also ich werde es, glaube ich, nachher auch nochmal zeigen. Also wenn ihr wisst, wo es ist, ihr kennt wahrscheinlich den Teleporter sogar. Dort müsst ihr auch noch um 3 Uhr hinkommen. Ich glaube, ich werde es nachher nochmal zeigen. Ich musste alles mal einrichten und so weiter. Ich konnte es nicht machen, weil ich habe die Uhr nicht umgestellt auf der Konsole. Es ist momentan nicht 3 Uhr morgens. Es ist momentan, glaube ich, was war es, 18 Uhr? 17.40 Uhr, ja. Okay, wir befinden uns jetzt hier im Sonnenberg-Museum. Ich würde sagen, ihr lest ruhig mit, weil es ist blöd, wenn ich über das Englische drüber quasi. Müsst ihr ruhig lesen. Ihr könnt das Video auch anhalten, ist ja nicht das Problem. Im Sonnenberg-Games-Museum. This is Mike Stout. I'm a designer at Insomniac Games. Hi, welcome to the Insomniac Museum. Here you'll see some of the great things that never quite made it into the game. And you'll learn a little bit about life here at Insomniac Games. Ja, wir werden ein bisschen was drüber kennen. So, was ist denn der erste Raum hier? Hello, my name is Brian Allgaier, the design director at Insomniac Games. These floating spherical monstrosities are the elusive gravity spheres, which were originally going to be included in Silver City. They proved to be too difficult and a bit nauseating to be included. They are preserved here for posterity. Swingshot up to try running around one, and then swingshot again to get off the sphere. Und da komme ich hier fast mit dem Schwunghaken. Das heißt, wir packen meine Schwunghaken aus. Und wollen mal dran und mal gucken, wie das sich steuert. Und das ist echt komisch. Ich weiß nicht, wofür sie die gedacht haben. Okay, ich stand vielleicht gerade da. Ich habe es nicht alles mit dir lesen, aber Alter. Also sieht man, was da alles möglich war, ne? Oh, Alter. Okay, ich will wieder runter hier, bitte. Ich will ja wieder runter. Da vorne. Da wir runter hier. Danke. Nein, nicht da dran. Ne? Ach ja, man kann überall hier eine Wende langlatschen. Das war, glaube ich, auch irgendwie so ein Gag oder so. Ich glaube, den erfahren wir später noch. Okay, ich versuche das alles so ein bisschen systematisch abzugehen. Was haben wir hier? Ach, da geht es wohl zum Schiff, genau. Okay. Das wollen wir natürlich nicht. Ich versuche das Ganze jetzt systematisch abzugehen. Ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt erstmal um die Außenräume. Ich hoffe, ich vergesse nicht so. Was ist das denn hier? Kenn ich das? Hiya! This is Oliver Wade, the animation director here at Insomniac Games. The three-headed Hydra was a big cut from Ratchet and Clank 1. It was originally intended as a mini-boss on Poketaru. Ratchet battled this beast whilst riding a boat through blowfish-infested waters. However, it didn't end up being that much fun at all. Okay, wollten sie wohl nicht. Polygon, das sollte ursprünglich ein Gegner werden. Ich soll kurz von vorne ein bisschen angucken. Krass. Ich sagen, ich finde sowas immer wieder cool. Ich gehe immer, ab und zu gehe ich immer mal wieder gerne in diese Räume rein. Okay, was haben wir hier? Wieder ein riesen Raum. My name is Chris Town and I'm a tester here at Insomniac Games. Here at Insomniac, we're so hopped up on caffeine that we bounce off the walls! You can do the same with these gravity ramps! Haha, da war übrigens der vorhin erwähnte Witz. So viel Koffein, dass sie gleich die Wände hochgehen können. Das können wir jetzt hier auch. Das war der vorhin erwähnte Witz. Okay. Gut, Wand. Ich muss schon eine Wand lang gehen, weil ich muss sagen, ich verlaufe mich immer. Der Karte wäre ja nicht schlecht gewesen. Denn Topia? Ach nee. Ah, da kommen wir später zu. Scheiße, ich verlaufe. Wir haben jetzt schon verlaufen hier, ey. Ach du Scheiße. What's this? Hello, this is Pedro Hastinas. I'm a gameplay programmer at Insomniac Games. This little widget was used to test our new chunk system. We lovingly call it the corn system. Notice how all the breakables in this game are much prettier? Well, that's Korn working hard for you.
Give it a whack and see what it does. Nein. Warte. Sollen wir einfach den... Achso, mal der hier rein. Hä, wo rein meinte der denn? Kein Plan. Mike Stout, sag mal hier. Fear the random robot NPC. This robot never made it into Ratchet & Clank 1 because of the fabled Day of Poultry, when chickens swarmed over our offices and pecked the computer, holding this mechanical darling to pieces. We were able to retrieve her eventually, though. Okay. Das kenne ich gar nicht. Die habe ich nicht gesehen, die Räume. Hier hinten. What? Mike Stout here. Have you ever wanted to create your own infiltrator puzzle? Well, now you can. Just stand on the blue pad and play around with the values a bit. Confound your friends and amaze your enemies. Okay. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Also diese Spielereien habe ich nie groß gemacht. Was haben wir denn hier? Ach Gott. Auch cool, so ein Anzeigegott. Kennt ihr die Lebensanzeige da rechts? Kennt ihr die? War auch auf Poketaru. Wir nehmen das Gefährt jetzt nicht, weil ich bin jetzt nicht so fair von. Was haben wir hier? Hello, I'm Carl Grande, QA Manager here at Insomniac Games. This gadget was originally intended for Ratchet & Clank 1. Unfortunately, it didn't make the cut, and so never saw the light of day. It now makes its home here at Insomniac Museum, gone but not forgotten. Sieht ein bisschen aus wie eine Hoverbox, Hoverbikes, die es jetzt gibt. Okay, was haben wir denn hier für einen Helm? Das war, glaube ich, das scheiß Samana, ne? This helmet was the original model for the Hologram Ratchet & Clank 1. It was eventually changed to the handheld model you see in the finished game for reasons unknown. However, we once again suspect it was due to the squirrels with hacksaws. Okay, ich würde sagen, vielleicht kann mir das jemand erklären. Ich kenne diese Insider jetzt nicht. Haben wir alle keine Ahnung von. Wenn es mal relativ interessant wird, das mal zu kennen. Ah, gut, wir haben hier das. Habe ich schon gelöst. Gut. Musste normal so ein Rätsel noch machen. Hey, this is Peter again. These teleporters were originally intended to go into several of the levels. Due to time constraints, however, they were eventually cut. Das sind eigentlich die Ursprungsteleporter. Und letztendlich aber nicht übernommen. Brian Allgaier here. These escalating rows of blocks were used when we were in the early stages of creating Ratchet & Clank 1. They were used to test Ratchet's jump heights and jump distances to see which would be the most fun. Okay, also wie weit er springen kann, können wir jetzt hier messen. Huch, war ich jetzt nicht im Lauf. Wie weit kommt dann rüber? 8 Meter kann man schaffen. Ah, 9 Meter glaube ich nicht mehr. So hast recht nicht. Okay. Moment, das ist irgendwas, ich glaube, hier konnte man leider nicht hoch. Da würde ich gerne mal so ein Flyhack haben oder sowas, dass man hier mal hochfliegen kann, ob es da irgendwas gibt zu sehen. Aber leider kommt man hier nicht weiter, ne, das war schon. Also da ganz oben kommt man leider nicht. Ich weiß nicht, wofür das gedacht war. Aber das ist halt eine dieser Teststrecken. Hier haben sie Tests mit durchgeführt. Hier geht es um die Steigung. Welche Steigung man hochkommt. Und wie Ratchet dann läuft.
50. Was geht noch? Also okay, eins werde ich wahrscheinlich hochkommen. Okay, weiter geht's auch wieder nicht hier. Okay, das ist also dieses. Okay, was gibt's jetzt hier noch? Brian Allgaier here. These walls, which range from narrow to wide, were used to test wall kick distances for the original Ratchet and Clank. Was? Brian Allgaier here. These walls, which range from narrow to wide, were used to test wall kick distances for the original Ratchet and Clank. Hey, das sind die meisten dieser Dings, die springen können, echt nicht? Hier zum Beispiel nicht, das wäre zu nah gewesen wahrscheinlich. Okay, einfach mal versuchen, dann alle hoch. Ja, das ist ein Test hier. Das probiere ich jetzt alles mal so ein bisschen aus. Ich möchte euch das alles mal zeigen. Bin jetzt hier auch ein bisschen ruhiger, aber ich genieße das jetzt auch ein bisschen mit, ne? Okay, noch weiter. Und man kommt bisher überall hoch. Selbst hier. Wahnsinn. Hier auch noch? Was ist zu weit? Geht überall hoch. Alter. Wahnsinn. Okay, dann haben wir hier alles ausprobiert, ne? Ja. Müsste alles gewesen sein. Ah. Hier haben sie wahrscheinlich getestet, ab wann man springen muss. Also ab wann er da nicht mehr automatisch hochläuft. Okay, ein bisschen seitlich. Mach das. Achso, hier, ich lese mal kurz noch. Ich lasse euch mal kurz lesen noch, ne? Brian Allgaier here. These ramps get steeper and steeper as you go on. They were used to test how Ratchet's feet respond to different floor angles. It also helped establish that a 45 degree angle was the sharpest that Ratchet should be able to walk up. Ja, achso. Ich mach's doch mal, ne? Wir haben mehr Zeit. Wie viel Grad er hochlatschen kann. 30 Grad kommen jetzt, ne? 35. 40. 45. Und das war's. Also wie gesagt, eins höher kommt man noch, das war's dann aber auch schon. Ich glaube, mein Helipack kam ich ja höher, ne? War das nicht so? Ich glaube, mein Helipack bin ich damals mal höher gekommen. Ne, ich irre mich. Okay. Lass gucken. Okay, so 2-3 Meter oder so geht er zur Seite weg. Okay, haben wir das hier alles getestet. Dann geht's weiter, wollte ich sagen. Aktivieren. Keine Sorge, ich bin nicht blöd. Ich habe hier alles gefunden. Hoffe ich zumindest, oder? Ich hoffe es auch nicht, weil dann wäre es cool, wenn ich noch mehr finden würde. Ich habe hier, glaube ich, gerade schon noch mehr gefunden, also. Hier geht's nämlich auch an der Seite. Und das sieht auch nochmal interessant aus, ist aber leider nicht ganz so interessant, wie ich dachte. Obwohl. Überzeugt euch selbst. Wir gehen ja hin. Ich wechsle jetzt mal wieder auf diesen Pack, weil alles ist ein bisschen schneller mit. Ah, okay. Hi, I'm Leslie Matheson. I'm a designer here at Insomniac Games. This gravity tower was created to test the Magna Boots in Ratchet & Clank 1. However, with the new gravity boots that Ratchet gets in Ratchet & Clank 2, this tower is much more fun. Can you imagine scaling this tower while walking at half of Ratchet's speed? Yeah, we thought so. Ja. Guck mal, auch sehr gut der Clip eigentlich, aber jetzt stelle ich das Ganze mal vor mit Ratchets Laufgeschwindigkeit und Ratchet und Clank 1. Wo halt wirklich recht langsam war. Wow, Verwirrung. Wow. Wow. Verwirrend. Na komm, ich laufe euch auch da oben noch mal kurz rein. Einfach damit ich es mal gemacht habe. Ich wollte euch ja alles zeigen.
So krass, ey, es ist so verwirrend. Boah, ich krieg einen Drehwurm. Drehwurm rum. Oh Gott. Ach, stell euch das mal mit halber Geschwindigkeit vor, das wäre ein Grauen. Nein! What the hell? Nein, what the fuck? Na toll! Na klasse! Toll, ich hänge jetzt hier fest! Hätte das Level ein bisschen überprüfen sollen. Ich finde auch sowas sollte... Ich meine, ich kann es nachvollziehen, aber es sollte trotzdem nicht passieren, finde ich. Auch wenn das hier natürlich nie mehr zum Spiel dazugehört. Naja, ich glaube, das funktioniert nicht mehr. Das funktioniert wohl nicht mehr wie damals. Okay, oder hier so eine Ecke, vielleicht komme ich hier. Ich versuche mich wieder rauszuquetschen, wie es damals mit 1 ging, aber... Huh! Wow, wir sind wieder rausgekommen. Jetzt gedacht, wir sind wieder raus. Es geht. Soweit ich weiß, war dahinter nichts mehr. Ich glaube es zumindest. Habe ich hier nicht... Habe ich die Sturmschiffe? Ah, ich habe die Sturmschiffe gar nicht. Ach, scheiße. Egal. Gab es da hinten noch was Besonderes? Ich glaube nicht, ne? Ihr seht es vielleicht schon, da hinten endet. Ich gehe wieder zurück. Ich weiß, dass da hinten nichts kommt. Glaubt mir einfach. Ich habe es damals auch gehofft. Ich habe hier wirklich alles erkundet, weil ich wollte alles sehen. Ich finde sowas sau interessant immer. Lol, guck, was da hinten ist. Unser Schiff? What the hell? Das steht da eigentlich hier drin im Haus? Oh, was ist das denn hier noch? Aktivieren. Achso, da kommst du wieder zurück, okay. Ach, hier sind die Sphären. Mal wieder gucken, hier rechts lang. Hi there. Ach komm, nehmen wir das kurz. My name is Tim Trespass. I'm a gameplay programmer here at Insomniac Games. I'm a Leo from Washington, D.C. I like anime and shiny objects. This car was originally going to be included in the battle with the giant robot on Snivlak. Unfortunately, its lack of heavy weaponry proved its bane. It now calls the Insomniac Museum its home. Ah, das sollte eigentlich bei dem großen Kampf, wenn ich mich noch daran erinnert. Geht den riesen Roboter hier auf dem Planeten. Da sollte das eigentlich eingesetzt werden. Ja, das würde erklären, warum der Roboter so groß ist. Man sollte ihn eigentlich mit der richtigen Waffen bekämpfen. Die man hier dort denn nicht hatte. Okay. Hier waren wir auch schon drin. Genau, hier sind wir rausgegangen. Hier sind wir rausgegangen, das haben wir alles gesehen. Nur was, ne, wo ist ein bisschen Blumen? Ach du Kacke. What the hell? Da sieht man einen Bildschirm. Hey, this is Peter again. This was created to test screen buffer effects. Screen buffer effects are used to create things like distortion bubbles and heat hazing. This, however, ends up looking like a hall of mirrors. Can you guess why? So crank, Alter. Nee, jetzt nicht wirklich. Alter. Das ist verwirrend. Das bewegt sich nach der Kamera mit, ey. What the hell? Okay, jetzt sind wir hier. Immer noch an der rechten Seite. Was haben wir denn hier für einen Typen? Hey, this is Peter again. This dummy was created to test the new reaction system, which we added to Ratchet and Clank 2. With this system, enemies would always be sure to react appropriately to being damaged, without a ton of hassle. Go ahead and hit him. He won't mind.
Hab ich richtig einen runter. Bam. Okay. Okay, da könnte man rein. Alter, das ist so verwirrend, ne? Ich finde mich immer nicht zurecht. Oh! Erinnert sich noch jemand da dran, ne? My name is Corey Stockton and I'm a designer here at Insomniac Games. You may recognize this drill from Ratchet & Clank 1. It was held by a large construction worker who gives you a lump of raritanium. This is originally a weapon called the Revolverator. Ratchet would strike enemies with it and then spin them over his head. Corey here. You may recognize this drill from Ratchet & Clank 1. It was held by a large construction worker who gives you a lump of raritanium. This is original. Mega Energie, okay. Sollte ursprünglich eine Waffe sein, aber sieht aus, ist auch so riesig geworden, oder? Ja, genau, dieser Griff hier. So ein Standard für die Ratchet Clank Waffen. Okay. Wow. Hey, it's Tim. This monstrosity was intended to be a boss battle fought on the Jetski gadget. Seeing as the Jetski never made it in Ratchet and Clank, however, neither did this boss. May he rest in pieces. Mag er hier noch in Ruhe. Hi, my name is Sean Whistler, and I'm a tester here at Insomniac Games. This guy was originally intended to be an enemy in the ill-fated jet ski level that never made it into Ratchet & Clank 1. A moment of silence, please, for this gentle giant, torn down in his prime. Ja. Ich sag mal so, ich verspreche euch noch so viel, dass wir... Es war, glaube ich... Nee, sorry, es war, glaube ich, ein Teil 3. Da gibt es tatsächlich etwas, wo wir ein richtiges extra Arsenal haben. Das ist übrigens sehr interessant. Vor allem auf der PlayStation 2 ist das interessant. Hi, Leslie hier. This was intended to be the water system for Ratchet and Clank. However, as even this little patch of water taxes the game engine to its limits, a modified and severely optimized form was what eventually made it into the game. To see this patch in action, press circle. So realistisch konnten sie das Wasser machen. Ich muss sagen, ich persönlich finde, das sieht wirklich sau realistisch aus. Guckt euch das mal an. Das ist krass. Ich meine, ich glaube, jetzt würde es das System nicht mehr so überfordern, nehme ich mal an. Jetzt sind wir auf der PlayStation 3 gerade, hier auf der PlayStation 2? Hätte ich es mal ausprobieren müssen. Ich kann mir vorstellen, wenn man dann auch wieder mit schweren Geräten sowas spielt, dass du dann dennoch ein paar FPS... Lol, hat gerade FPS hier überhaupt, aber... Das kann ich jetzt gar nicht mal übernehmen, weil das Spiel überhaupt sowieso immer mal wieder die FPS, ne? Okay. Das waren jetzt so die Sachen an äußeren Ecken. Das war das Schiff. Jetzt versuchen wir mal alles andere noch abzuklappern. Ich hoffe, ich verpasse nichts. Sean here. Don't worry, Ratchet. You wouldn't have had to fight this monster even if he did make it into the game. This giant bug ship was intended to act as scenery only, flying from place to place to ensure high detail on buildings, while leaving the play area open. Sean here. Don't worry, Ratchet. You wouldn't have had to fight this monster even if he... Das war rausgenommen. Also das hätte eigentlich... Das Gebiet durchgecheckt. Krass. Eine Ecke war mal, also die ganzen Ecken haben wir alle mit die Nummer eigentlich. Okay. Ah, hier können wir jetzt unsere eigenen Effekte machen. Das ist wohl recht beliebt, aber das lasse ich raus. Sorry, ich finde das nicht so. Wir gucken lieber hier weiter. Achso. Was hat dann hier? Naja, auch egal. Ja, alles Textur-Dings. Okay, macht aber keinen Schaden. Aber er kann uns treffen. Okay.
Hier haben wir das Schiff. Was haben wir denn hier? Hier kannst du auch wieder Effekte machen. My name is Tony Garcia and I'm a programmer at Insomniac Games. Using these three blue pads, you can edit the three particle effects in the center of the room. Go ahead, play around with them. You can achieve some truly great effects this way. Tony. Ja, wie gesagt, dieses Effekte rumspielen, ich bin ja kein Freund von, ich weiß nicht. War wohl sehr beliebt, aber ich bin jetzt nicht der Freund davon. Ah. Jetzt mal interessiert, wie er das gemeint hat hier. I don't know. Okay, hier waren wir schon. Genau, die Außenräume haben wir ja alle. Ich Idiot. Jetzt hier weiter. Den Außenraum haben wir auch. Das ist genau das, dieses komische. War hier schon drin? Nein, hier war noch nicht drin. Das kennen wir noch nicht. Okay, was haben wir hier? Corey here. This monstrous robotic squid was created for one of the Ratchet & Clank 2 prototype levels. Since that level never made it into the finished game, however, neither did poor Squiddy. Oh, schade. Also Sachen, die halt rausgeflogen sind. Ich wünschte mal, man hätte so ein paar Spiele-Szenen oder so zu finden. Das wäre auch cool. So ein paar Szenen oder so, wo das geplant war alles. Das wäre so interessant, muss ich sagen. Bevor es gäbe jetzt auch wie so ein Video, wo man aktivieren könnte, so ein Video dazu, wo es ein paar Ausschnitte zu dem Spiel gab. Wo, wie das aussah damals. Das wäre richtig geil. Aber leider nichts dergleichen. Schade eigentlich. Wirklich schade. Aber naja. Partikeleffekte. Okay, das hatte ich auch gerade gezeigt. Ihr seht, ich habe mich schon ein bisschen verlaufen. Ich komme einfach nicht klar. Hier waren wir auch schon. Den Bohrer kennen wir. Dies kennen wir auch schon. Kennen wir auch. Ja, schon durch, nein. So schnell sind wir hier noch nicht durch, oder? Ach, das ist Wasser. Wow. Okay, es verursacht FPS-Einbrüche. Was ist das denn? Greetings, this is Oliver Wade, the animation director at Insomniac Games, doing an atrocious British accent. This is the original Gadgetron vendor from Ratchet & Clank 1. The official reason it was cut had something to do with saving memory. The real reason has a lot to do with squirrels, hacksaws, and our lawyers. I can say no more, because I am no longer able to do this accent. Okay. Greeting. Okay. Der Originalverkäufer von meinen Stück Klang 1. Sieht zwar interessant aus und wahrscheinlich auch bei die drinnen ganz interessant, aber ich muss sagen. Ich meine, okay, das wäre richtig geiler Verkäufer, das wäre realistisch, aber ich muss sagen, ich finde den Käufer, der jetzt drin ist, der kompakte Version davon, finde ich auch okay. Muss ich sagen. Okay, hier bin ich schon durch. Habe ich echt schon alles durch? Nein. So schnell? Dann war nichts mehr? Nein. Ja, war ich auch schon. Ist echt alles schon durch? Haben wir schon alles gesehen, ja. Das Feuer kennen wir. Ich habe schon alles gesehen. Ach du Scheiße. Das geht aber schneller als erwartet. Okay, wir haben scheinbar wirklich alles. Ich laufe jetzt hier trotzdem noch ein bisschen rum, um wirklich so auszuschließen, dass wir was übersehen haben. Das möchte ich nämlich nicht. Aber scheint, als hätten wir wirklich alles. Ach ja, genau, das ist das mit dem. Wow. Effekt und so weiter. Okay, hier waren wir schon. Wir sind durch. Beim besten Willen, ich finde nichts weiter. Wir sind ja tatsächlich schon durch. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich eigentlich dachte, ich habe jetzt hier mehr Zeit für einen geplant, aber okay. Wir sind durch. Ja, ich würde mal sagen, wir haben nichts vergessen. Wir können hier hochklettern, richtig. Lol.
Okay. Okay. Ja, also ich glaube, ich laufe hier gerade wirklich bloß noch irgendwo rum und bringt nichts. Dann würde ich mal sagen. Wow. Können wir hier gelangen? Leider nicht. Okay, schade. Dass ich wirklich die Wände langlatschen kann. Gut, was wird jetzt noch kommen? Also es werden noch eins, wahrscheinlich zwei Museen werden kommen. Also Museen, nicht ganz. Das für Ratchet & Clank 3 selbstverständlich wird kommen. Da wollte ich fragen. Ich werde es jetzt nicht direkt aufnehmen, steht fest. Wie soll es denn kommen? PlayStation 2 Versionen oder PlayStation 3 Versionen? Klar, PlayStation 3 haben wir das Let's Play, was ja fast 100% ist. Das fehlen mir ja bloß zwei Dings. Dort, wo ich aber nicht 100% erreicht habe, ich werde da nicht legal reinkommen. Das ist der Punkt. Dort werde ich legal nicht reinkommen, dann werde ich mit demselben Trick reinkommen. Auf Metropolis ist der Teleporter. Und... ja, Metropolis ist der Teleporter dafür. Und der muss mir genauso um 3 Uhr betreten. Oder soll ich die PlayStation 2 Version nehmen, die natürlich eine schlechtere Grafik hat. Ist klar, ist die PlayStation 2 Version. Wo ich dafür allerdings legal reinkomme, denn dort habe ich tatsächlich das Spiel zu wirklich komplett 100% gespielt. Dort würde ich also wirklich richtig reinkommen. Dann könnte ich euch genau zeigen, dann könnte ich euch ganz richtig schön zeigen, was hinter der Tür ist. Nämlich der Teleporter. Aber ich schätze mal, wollte ich festlich nachkommen. Ich werde die PS3 Version nehmen, oder? Schreibt es ruhig in die Kommentare. Gut, also wir sind jetzt hier. Ich wollte es bloß noch mal kurz zeigen. Das ist halt der Planet, auf dem... wow. Was das gibt. Weg mit euch. Ich will bloß mal kurz zeigen, wie der Teleporter ist. Jetzt muss ich erstmal wieder alles aufräumen hier, ey, Alter. Und hier ist der Teleporter. Oh. Ach so, einfach nur um 3 Uhr. Es muss also nicht exakt 3 Uhr sein. Oh, das hätte ich mal wissen sollen. Ich habe immer gedacht, es geht wirklich nur Punkt 3 Uhr. Ab 3 Uhr 1 ist er wieder aus. Aber einfach nur 3 Uhr. Das wusste ich nicht. Okay. Gut zu wissen. Wie gesagt, also irgendwann um 3 Uhr hierher kommen. Dreck. Und das erkennt ihr wieder, nehme ich mal an. Das hier dürftet ihr wieder erkennen. Ah, okay. Ich würde sagen, wir sehen uns denn entweder bei Ratchet & Clank 3 Let's Play, 2 Let's Play. Ratchet & Clank 3 ist momentan aktuell. Oder wir sehen uns vielleicht beim Ratchet & Clank 3 Museum wieder. Ich glaube, ich war auch gar nicht fertig, ne? Kommen wird auf jeden Fall das Ratchet & Clank 3 Museum. Dann wird von Size Matters wird irgendwann auch das Baumhaus kommen, was dort der Ersatz des Museums ist. Ist meiner Meinung nach nicht so gut, aber macht euch ein eigenes Bild dann. Was leider nicht kommen wird, ist das von der Crack in Time. Das kenne ich selbst noch gar nicht. Ich muss gucken, ob ich irgendwie mich irgendwann mal dran setze, die ganze Sony zu sammeln, aber ich hasse Sammeln, ich hasse das. Deswegen habe ich es bisher noch nicht geschafft. Vielleicht habe ich irgendwann mal eine Möglichkeit. Keine Ahnung. Auf gemeine Kehrmüllate wird es auch nicht geben. Also, keine Ahnung. Irgendwie wird es klappen. Irgendwie werde ich da schon irgendwann mal reinkommen. Weil ich muss sagen, solche Dings gucke ich mir persönlich nicht an. Na okay, wie gesagt, Baumhaus wird kommen und Ratchet & Clank 3 Museum wird noch kommen. Und natürlich alle Ratchet & Clank dann. Also, na gut. Soll jetzt aber bleiben. Ich laber schon so viel Scheiße hier. Bis dahin und ciao.